Seit 8 Jahren fieberten Fans auf das neue Game von CD Projekt Red hin. Denn noch ehe The Witcher 3 zur Legende wurde, war die Adaption der Cyberpunk-RPGs bereits angekündigt. Mehrfach verschoben, zuletzt Ende Oktober, war es das wohl heiß erwartetste Spiel des Jahres. Und das von einer Firma, die von vielen Fans fast religiös verehrt wird. Während über Ubisoft und EA routinemäßig gelästert wird, wenn sie mal wieder ein Mass Effect oder Assassin's Creed voller Fehler raushauen, CD Projekt Red war tabu. Bis letzte Woche dann tatsächlich ihr neuestes Game rauskam, das selbst auf PCs extrem verbuggt war und auf den Basic-Last-Gen-Konsolen quasi nicht spielbar. Abstruseste Bugs, hässlicher Look, NPCs, die frontallobotomisiert wirkten und haufenweise fliegende Gegenstände, Glitches und Crashs. Und damit reihte es sich nahtlos ein in die AAA-Releases des Herbsts, die nach der Bananenmethode rausgebracht wurden. Grün verkaufen und dann beim Kunden reifen lassen. In ihrer Entschuldigung sagen die Cyberpunk-Macher, bis Februar solle das Spiel auch auf der PS4 und Xbox One spielbar sein. Bis Februar, na danke. Und das, wo wir noch immer darauf warten, dass die Fehler aus Ubisofts Watch Dogs Legion und Assassin's Creed Valhalla rausgepatcht werden und wir dort endlich spielen können, ohne Angst vor Savegame-Fails und Crashs zu haben. Doch sowas hat Tradition und deswegen haben wir heute eine schöne Top-Liste zusammengestellt, welche Spiele sonst noch durch Bugs und Glitches zerstört wurden. Viel Spaß und immer schön locker bleiben. Platz Nummer 5, Fortnite's God Mode und der Ladebildschirm der Unendlichkeit. Mit dem Koop-Survival-Shooter hat Epic Games einen echten Hit gelandet. Der Erfolg bleibt und bleibt, auch weil die Macher immer wieder etwas Neues bieten. Nur birgt das Bereitstellen von neuen Inhalten immer die Gefahr, dass nicht alles glatt läuft. Ihr ahnt es schon, mit Season 5 bekamen wir nicht nur spaßige Neuerungen, sondern auch einige Probleme vorgesetzt. Unter anderem führt ein Glitch dazu, dass man unsichtbar wird und keinen Schaden mehr erleidet. Klingt eigentlich ganz nett, naja, wenn man sich aktiv dafür entscheiden könnte vielleicht. Angefangen hat das Ganze mit dem Treibsand, der mit Season 5 eingeführt wurde. Wer zu lange darauf steht, versinkt darin. Das ist sogar ganz praktisch, weil man sich unter der Oberfläche schneller bewegen kann und nicht zu sehen ist. Definitiv angenehmer als in Wirklichkeit, wenn ihr uns fragt. Der Fehler im Spiel verpasst einem jetzt aber unfreiwillige Unsichtbarkeit und Unverwundbarkeit. Mag ja erstmal lustig klingen, aber ein paar Spieler berichten, dass der Bug bei ihnen nur für Botspieler funktioniert. Doof, was? Und wenn man einfach nicht auf die Feinde schießen kann, selbst wenn sie einem den Rücken zukehren, ist das ganz schön frustrierend. Und wenn man dann auch noch selbst beschossen wird, während man selbst nichts ausrichten kann, dann landet die Maus auch schon mal an der Wand. Einfach tief ein- und ausatmen. God Mode kann man nun mal nur gut bei sich selbst ertragen, oder? Schlimmer ist aber wohl der Bug, der Spieler ewig zwischen den Spielen warten lässt. Wenn Minuten nach Minuten verstreichen und nichts passiert, dann ist da was faul. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Angeblich passiert das nur bei PlayStation und Xbox-Usern. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr auch schon mal festgesteckt seid. Epic Game hat bekannt gegeben, dass sie das Problem auf dem Schirm haben. Immerhin. Aber eine Lösung gab es noch nicht, als wir dieses Video produziert haben. Wenn doch, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis dahin raten wir, solltet ihr in der unendlichen Warteschlange landen, hilft nur Neustart und nochmal versuchen. Denn Geduld bringt euch da leider nicht weiter. Fortnite und seine Probleme landen heute auf unserem Platz Nummer 5. Auf unserem Platz Nummer 4 landet ein Spiel, das zu den Online-Klassikern gehört, das aber einen der schlimmsten Bugs hatte, von denen wir je gehört haben. EVE Online schrottet das Betriebssystem. EVE Online ist ein MMORPG vom isländischen Entwickler CCP Games und ist im Prinzip eine Weltraumsimulation mit Fokus auf Handel und Kampf. Erstveröffentlichung war bereits 2003, aber es lebt und lebt und lebt. Sogar Bücher wurden über das Spiel geschrieben, weil in dieser virtuellen Welt richtige Imperien entstanden sind. Kriege, Verrat, Heldentaten, alles findet sich in EVE Online. Um die Spiele aktiv zu halten, gab es natürlich auch ein Grafik-Update. Aber Achtung, denn das war das Grafik-Update des Todes. Es hat nämlich nicht nur geschafft, das Spiel zu schrotten, sondern gleich das Betriebssystem von zahlreichen Spielern lahmgelegt. Gaming ist ein riskantes Business, Leute, denn das harmlose Update hat das niedlich klingende Boot Innie gelöscht. Ja, die älteren Gamer erinnern sich noch an die Zeiten, in denen man die Startdateien teilweise noch selbst editierte, aber auch unter Windows gibt es sie noch immer und sie sind wichtig. Löschen kann also nicht schlimm sein? Oh doch! Damit das Update möglichst schnell von der Bühne geht, wurde ein Installationsprogramm verwendet, das eine bessere Datenkomprimierung ermöglicht. Wer da allerdings den Code durcheinander gebracht hat, der wurde sicherlich ganz schnell gefeuert. Anstatt eine Datei Boot Innie im Spielordner zu löschen, löschte die Installation die gleichnamige im Hauptsystemverzeichnis und die ist zuständig für das Hochfahren des Betriebssystems. Ohne Boot Innie kein Start von Windows. Klar, dass das ziemlich schnell bemerkt wurde, glücklicherweise wurde es auch sehr schnell wieder behoben, aber das war für viele unglückliche Zocker da draußen zu spät. Auch wenn ihr das Game nicht kennen solltet, das Grafik-Update von EVE Online ist doch wirklich das Albtraum-Szenario
vielleicht hin, oder? Ihr installiert ein Update eures liebsten Spiels und schrottet damit aus Versehen den ganzen PC. Wie blöd haben die Gamer wohl geguckt, als das Hochfahren nicht mehr geklappt hat? Dennoch wollen wir den Entwicklern ein wenig Respekt zollen. Sie haben das Problem nicht nur schnell behoben, sondern ihre Fehler auch offen zugegeben. In einem langen Blogpost haben sie erklärt, was der Fehler war und wie es dazu kam. Falls jemand jedenfalls die Geduld hatte, sich auch noch haarklein erklären zu lassen, wie der gute Gaming-PC seinen Geist aufgegeben hat. Uff. EVE Online hat hunderten von Spielern Paranoia beschafft und landet heute deshalb auf unserem Platz Nummer 4. Unseren Platz Nummer 3 teilen sich heute zwei Spiele. Batmans verbotener Nachtclub und der Banterbug von Dragon Age. Batman Arkham Origins war das erste der Arkham-Reihe, das nicht wie die hochgelobten Vorgänger von Rocksteady entwickelt wurde. Und das machte sich durch einige Probleme bemerkbar. Die Performance war insgesamt nicht so toll, lustige Glitches haben gerne mal verwirrt, aber richtig ernst wurde es erst in einer Nebenquest. Man sollte nämlich unter anderem in einen Nachtclub gehen und dieser My Alibi Nightclub war ein ziemlich verfluchtes Etablissement. Denn wenn man zur falschen Zeit im Spiel dorthin ging, bleibt man für immer dort gefangen. Aus die Maus. Einige Spieler sind einfach durch den Boden gefallen oder in einer schwarzen, unendlichen Leere stecken geblieben. Ein paar wenige haben es irgendwie geschafft, durch das Abschließen von Herausforderungen im Challenge-Modus die Freiheit zu erlangen. Der Normalo-Zocker hatte aber keine Chance zu entkommen. Die einzige Lösung? Last Save Point aufgeben und von vorne anfangen. Ein Glück, inzwischen ist das Problem behoben. Komisch, dass noch immer ein paar Leute durchs Internet geistern, die immer noch dort stecken bleiben. Habt ihr das Spiel zu Hause? Dann probiert es doch mal aus und sagt uns Bescheid. Ein anderer Bug, der auch ziemlich bekannt geworden ist, trägt den Namen Banter-Bug. Banter, das ist das Geplänkel, das Reden miteinander in der kleinen Truppe. Wer schon mal das Rollenspiel Dragon Age Inquisition gespielt hat, der weiß, dass einer der Knackpunkte im Gaming die nette Truppe ist, mit der man unterwegs ist. Und die ist sehr redefreudig normalerweise. Die Charaktere scherzen miteinander, ärgern sich und stärken ganz klar den immersiven Effekt des Spiels. Der Banter-Bug sorgt leider dafür, dass genau das fehlt. Die Helden reden einfach gar nicht mehr. Hallo, noch da? Für alle jene, denen das Gequatsche auf die Nerven ging, ein Segen, aber alle, die sich daran gewöhnt hatten, ihre Truppe auch zu hören, vermissen es schmerzlich. Keine Todesfalle wie in Batman, aber ein Bug, der leider auf die Dauer den Spaß an der Sache zerstört. Bis heute sind einige Spieler paranoid, wenn ihre Kumpanen zu lange schweigen. Was, wenn man doch einer der Unglücklichen ist, der unter dem Banter-Bug leidet? Wir sagen, ruhig und optimistisch bleiben. Eigentlich dürftet ihr inzwischen sicher sein, oder etwa nicht. Was findet ihr schlimmer, einen heftigen Bug wie den Nachtclub oder ein schleichenden Schaden wie den Banter-Bug? Wir lassen heute euch entscheiden und setzen die beiden für uns auf den gleichen Platz Nummer 3. Bei unserem Platz 2 können wir uns kaum entscheiden, welchen Bug wir besonders hervorheben sollen. Wer das Game hier kennt, der hat vielleicht schon erraten, welches wir meinen. Fallout 76. Das Spiel hatte es schon schwer, alleine weil es ein Online-Ableger und keine echte Fortsetzung der Reihe war. Die Bethesda Game Studios haben ihr Online-Rollenspiel 2018 schon angekündigt mit den Worten: Es wird Bugs geben und wir brauchen eure Hilfe. Seht ihr, wie mit dem Zaunpfahl gewunken wird? Bei so einer Spielgröße kommt es nun mal zu Bugs und das Finden der Spielfehler geht mit der Unterstützung der Gamer natürlich schneller. Klar, warum nicht als Fan den Beta-Tester machen? Aber das, was da rauskam, war um einiges schlimmer, als man erwartet hat. Schon die Beta hatte einen Fehler, der das Spiel komplett gelöscht hat. Während des Downloads von knapp 50 GB durfte man auf keinen Fall den falschen Button im Client anklicken, sonst war alles futsch. Bethesda warnte sogar öffentlich davor. Und ab da reihten sich die Fehler nur so aneinander. Es gab natürlich auch einen God-Mode, den einige Spieler unfreiwillig erreichten. Ein User machte auf sich aufmerksam, weil er Bethesda irgendwann aus Verzweiflung anflehte, ihn zu erlösen und endlich umzubringen. Auch Unsichtbarkeit war dabei, aber während sowas bei Fortnite noch Besonderheiten waren, ist das in Fallout fast schon normal. Speicherschwierigkeiten, keine NPCs, wenig zu tun, verkackte Special Editions, Abstürze, Leaks von persönlichen Infos der Spieler, alles war dabei. Ein Horror-Release. Die unzähligen Bugs und die regelmäßigen Serverprobleme brachten dem Spiel in kürzester Zeit miese, fiese Kritiken ein. Unfertig, enttäuschend, frustrierend, halbgar. Auch Updates brachten Fallout 76 mehr Fehler statt Bugfixes. Chaos pur und Verzweiflung in der Community waren das Resultat. Und wenn zu viele User gleichzeitig den beworbenen Nuke zündeten, brach mal eben der Server zusammen. Fehler über Fehler, harmlose User wurden als Cheater beschimpft, auch wenn es unfreiwillig geschah, und selbst kleine Fehler brachten die Spieler wieder in Rage.
Ein paar Spieler haben auf eBay einen Nutzen aus den Bugs gezogen und durch den Verkauf von seltenen Ingame-Waffen über $10.000 verdient. Dank des Bugs konnten sie Gegenstände beliebig klonen. Praktisch zog aber eine Klage nach sich. Irgendwann hatten nicht nur die Spieler genug. Die australische Regierung ordnete an, dass Rückerstattungen des Kaufpreises angeboten werden mussten. Die Australian Competition and Consumer Commission hat einfach mal ein Machtwort gesprochen. Nicht nur Irreführung wurde dabei vorgeworfen, sondern auch, dass ZeniMax damals Anfragen auf Rückzahlung zunächst abgelehnt hatte. Wenn ein Spiel so fehlerhaft ist, endet der Spaß, oder? Was meint ihr? Ist der Ärger inzwischen albern? Hat sich das Game mittlerweile einen Platz in eure Herzen gepatcht? Oder seid ihr immer noch auf 180? Fallout 76 hat sich seinen Platz auf dieser Liste mehr als verdient und ist heute unsere Nummer 2. Auf dem ersten Platz landet, okay, nicht Cyberpunk, auch wenn es sich gerade warm läuft, sondern ein anderes heiß erwartetes Game dieses Jahres. Schon alleine, weil die Ankündigung und die Marke Marvel so bekannt ist und die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt wurden. Marvel's Avengers. Schon der erste Trailer sorgte für Befremdung, denn die Figuren sahen weder wie unsere MCU-Lieblinge aus, noch hatten sie ein ansprechendes eigenes Design. Sie sahen eher aus wie in 20 Minuten im Charaktereditor zusammengeklöppelt und wurden nach verheerenden Fanreaktionen nochmal überarbeitet vom Release, was leichte Verbesserungen brachte. Zugegeben, die Bugs sind vielleicht nicht die schlimmsten, aber uns hat es besonders getroffen, dass das Spiel so mies ist. Nach dem unfassbar gigantösen Erfolg von Avengers Endgame waren wir uns sicher, ein Spiel zum Thema wird durch die Decke gehen und der neue Star am Game-Himmel. Dumm nur, wenn schon in der Beta klar wird, dass man da wohl falsch lag. Öde Spielmechaniken und unschöne Glitches. Den letzten Rest hat uns aber ein Bug gegeben, nachdem wir das Game einfach nur in die Tonne kloppen wollten. Wenn ihr auch zu den Unglücklichen gehört habt, die den Harm-Trainingsbereich betreten haben, dann habt ihr unser Beileid. Denn ähnlich wie bei Batman fiel man durch den Boden oder landete in unendlicher Leere. Richtig fies, das Spiel hatte teilweise genau an dieser Stelle gespeichert, weshalb man wie das täglich grüßende Murmeltier nicht mehr aus der Nummer rauskam. Hilfe! Das Spiel war einfach insgesamt schnell unten durch. Nicht nur Bugs, sondern auch Framerate-Einbrüche, einseitige Kämpfe, endlos langweilige Roboterhorden und natürlich Loot-Grind, Daily- und Weekly-Challenges, Battle-Passes und so weiter stießen den Gamern übel auf. Und wir Spieler verzeihen sowas offenbar nicht so leicht, denn inzwischen wird Marvel's Avengers kaum noch genutzt. Oft dauert es ewig, bis ihr Online-Spielepartner findet, weil kaum jemand da ist. Seit Erscheinen ist die Zahl der Spieler auf Steam um ganze 96% gefallen. Wie es aussieht, konnte auch die nette Einzelspielerkampagne die Leute nicht genug binden, die zwar charmant anfängt und eine sympathische Miss Marvel als Heldin vorstellt, aber schon bald in repetitiven, ausgewalzten Grind abgleitet und zeigt, das eigentliche Herz der Macher schlug für Online- und Mikrotransaktionen. Dabei hat es Square Enix doch eigentlich ein Langzeitspiel vorgesehen. Neue Helden stehen schon in den Startlöchern. Blöd, wenn sich jetzt keiner dafür interessiert. Cyberpunk scheiterte am Anspruch der Macher, die vielleicht einfach zu viel wollten, aber auf jeden Fall mit Herzblut bei der Sache sind. Avengers wirkt leider wie der kalkulierte Versuch, mit Fans schnell Kohle zu machen. Und das finden wir schlimmer, als ambitioniert zu scheitern. Was sagt ihr dazu? Habt ihr das Spiel gezockt? Und wart ihr ebenso enttäuscht? Lasst es uns wissen. Das waren unsere 5 Top-Plätze der schlimmsten Bugs. Doch es gibt da draußen noch so viele andere miese Fehler in Games, dass wir sicher ein paar eurer meistgehassten ausgelassen haben. Welche das sind, könnt ihr uns da unten verraten. Und wenn ihr Erfahrungen mit Cyberpunk 2077 gemacht habt, sagt uns, welche das sind. Schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Abo da. Flips wird zu großen Teilen von seiner Community finanziert, also freuen wir uns über jede Unterstützung. Ihr könnt uns zum Beispiel eine kleine Spende via PayPal dalassen oder als regelmäßige Unterstützer auf Patreon-Mitglied werden und euch über jede Menge Goodies freuen. Und jetzt noch viel Spaß mit diesen beiden Videos.